Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei God Gaming TV. Ja, Black Ops 3. Ich freue mich richtig, wird eine geile Sache. Wie man schon sehen kann, das geile Cover hier. Bewegt sich, finde ich super. Ja, los geht's, würde ich sagen. Ja, Klasseneditor. Ich werde das erste Spiel mit der AK-7 spielen. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon ein paar Spiele gespielt, bin, glaube ich, Level 5. Visiere sind dieses Jahr in der Extra-Klasse, also nicht mit den Aufsätzen. Dieses Jahr kann man auch drei Aufsätze, also bei diesem COD kann man auch drei Aufsätze drauf tun. Insgesamt dann vier, ist auch eine Neuerung im Vergleich zu AW. Ja. Bisher gibt es sechs Sturmgewehre, fünf MPs, sechs, eines geheim, vier Shotguns und zwei geheim. Vier leichte MGs mit zwei Geheimen und vier scharfen Scharfschützengewehre mit einem Geheim. Genau, das sind die Klassen schon mal. Ich werde mit der ARK-7 spielen, mit der habe ich bisher auch schon gespielt, war sehr zufrieden mit dieser Waffe. Als Spezialität haben wir den Sturm Prophet ausgewählt. Das ist diese, wie man hier sehen kann, laden sie einen Blitz auf, der Feinde durch einen Stromstoß eliminiert und dann auf andere Feinde in Nähe überspringt. Genau, dem würden wir das erste Spiel spielen mit diesem Setup. Team Deathmatch. Ich hoffe auf Hunted. Also, wir kommen in ein Match rein, wie es aussieht. Combine. Naja, auch nicht so schlimm. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Match schon so lange läuft. Finde ich auch geil dieses Jahr, dass man am Anfang so eine Übersicht hat, wer alles mitspielt. Also direkt mal alle Namen sehen kann und so von Anfang an. Ja, 7 zu 8 steht's. Los geht's. Guck mal, die ersten Kill jetzt mal. Krieg hier vom Anfang. Ja, Wallrun. Geht auch. Also, mein erster Eindruck zu Black Ops 3 ist, dass das Spiel viel langsamer ist als AW. Man hat nicht mehr dieses wilde rumgehüpft und rumgeboostet und rumgespringen. Da ist der erste Kill. Ja, man kann natürlich. Na klar, kann man auch springen, also ziemlich hoch. Kann ich jetzt hier demonstrieren. So. Aber es ist halt ziemlich viel langsamer und am Boden rutschen, pusten kann man nur nach vorne und sieht so aus. Vielleicht ist das nicht möglich. Also ich finde es super, super gebalanced. Ein paar Gegner finden hier. Andere Sache, die aufgefallen ist, dass die Granaten ziemlich also schwer sind, die fliegen nicht sehr weit. Das muss, also kann nicht so weit werfen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So, bei AW hat man die Granaten geschossen quasi aus seinem Ärmel raus, aus seinem Exo. Hier wirft man die wieder ganz normal. Ja, zweiter Kill. Dritter Kill, jawohl, läuft gut. Dritter Kill, 4-0 ist der Drohne hier gespielt. Da ist der fünfte Kill direkt hinterher. Weil es gut gerade hier drin. Sechster Kill. Da werde ich geholt. Sechs, ja, direkt mal eine 6er Streak am Anfang, ist nochmal eine super Sache. Ziemlich geil. Da habe ich mir hier mein Sturm und meine Spezialisten aktiviert. Also muss man ein bisschen erspielen. Jetzt habe ich, ich wurde gerade umgewartet, deswegen hat man das nicht mehr. Aber das Einzige, was mich bisher aufgefallen ist, was mir jetzt nicht so gefällt an diesem in dieser Spezialistenklasse, ist, dass es halt ziemlich lange braucht. Also muss halt ein bisschen drauf visieren, damit das auflädt und auch schießen kann. Ja, natürlich, was ist an Black Ops 3 neu? Vergessen Black Ops 2. Ich würde sagen, das ist eigentlich vom Aim her, vom Gameplay eigentlich ziemlich das gleiche. Also fühlt sich ziemlich gleich an. Es gibt auch ein paar gleiche Killstreaks. Also zum Beispiel, es gibt da dieses hier bei AW, bei Black Ops 3 gibt es ja diesen. Kleine Auto, was explodiert, ich bin gar nicht der Name ein. Das gab es ja auch bei
Black Ops 2 nur einziger Unterschied ist, dass man bei Black Ops 3 das kann auch noch ein bisschen schweben und fliegen. Also alles halt ein bisschen zukunftsmäßiger gestaltet. Sechs, was mir auch gefallen ist, die Secondaries sind wieder sehr stark. Im Vergleich jetzt zu AW konnte man die auch nicht benutzen. Und die sind jetzt wieder ziemlich stark, also kann man super mitspielen. Es gibt auch ein paar, die sind auch fast schon wie Primary, also primäre Waffen. Und die am Boden. Ja, wie gesagt, das Spiel macht mir super viel Spaß. Camper da in seinem scheiß Gang holt mich auch schon ein paar Mal. Aber der Wall Run, wie man, kann man eigentlich an allen Wänden machen. Das einzige, also danach, da kann man halt nicht so gut bei, kann man halt nicht bei aim. Und ja, das ist ja ziemlich einfach für Gegner. Und nicht dazu holen. Ich habe mal einen Raffen Kill gesehen mit diesem Spezialität, aber die gefällt mir eigentlich nicht so, weil man das halt ziemlich lange braucht, bis man auf einen schießen kann. Noch drei Kills, ein Kill noch bis zum Ende. Und das ist der Sieg im ersten, also im ersten Spiel. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die ersten Neuerungen habe ich jetzt mal geschildert und ja, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr neu seid, abonniert und ja, danke. We'll be right back.